Hey und ganz herzlich willkommen zu Wow. Ihr habt gleich mal einen Friesen-Popo im Bild. Wir sind gerade beim Nyhökwisch-Championat und ich habe mein nordschwedisches Kalbblut mitgenommen. Ich finde dieses Wort immer so ein bisschen kritisch. Beim letzten Mal wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass jemand dieses nordschwedische Kalbblut gerne mal in einem Video sehen möchte, ich bin mir auch nicht wirklich sicher, wie Championats geeignet die überhaupt sind, ob die gut loskommen, ob die wendig sind, ob die gut springen und das nicht zu lange dauert und falls sie anhalten, ob das wirklich dann wieder schnell weiterkommt, weil manche brauchen ja echt Ewigkeiten, bis die wieder weiter galoppieren können. Hallo an alle, die gerade zu mir kommen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn die Gruppen eingeteilt worden sind. So, die Gruppen wurden gerade eingeteilt. Ihr habt auch gerade kurz meinen Chat gesehen. Viele fragen mich oder fragen nicht so, bist du nicht eine Fakerin von May North Cake? Also ich habe das so gemacht. Ich fand das immer ziemlich langweilig, den richtigen Star-Stable-Namen zu verwenden auf YouTube und habe dann meinen Spitznamen genommen. Also May ist mein Spitzname, den habe ich nicht in Star-Stable. Der leitet sich aus Mandy, also habe ich nur das N und das D weggenommen. Und aus Mylene, das ist mein echter Name, aus oder ab. Und da wollte ich mal so eine Abhebung machen. Hört sich komisch an. Also ich wollte mich etwas abheben, da einige Mandy heißen. Und das ist dann immer schwierig. Ja, wen meinst du jetzt? Also fand ich May eigentlich ganz cool. Ich bin blöd weggekommen. Ich habe zu spät angefangen loszulaufen. Hat mir jetzt einiges gekostet. Ich muss auch einmal was sagen, ich habe ab dem 10.7. habe ich einen OP-Termin. Meine Weisheitszähne werden rausgenommen und meine Zähne liegen anscheinend so blöd. Ich habe die Abkürzung vergessen. Oh nein. Die liegen so blöd, dass ich über 8 Tage krank sein werde und krank geschrieben bin. Heißt, ich werde ungefähr über 8 Tage meinen Kiefer nicht mehr aufbekommen und oh, Pauli, hi. Und das heißt, dass ich auch keine Videos mit Stimme aufnehmen kann. Ich werde da wahrscheinlich auch nochmal ein Infovideo hinzufügen. Es wird auf jeden Fall sehr schmerzhaft und ganz toll für mich werden. Aber ich wollte euch schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten, dass vielleicht so 2 Wochen nicht wirklich Videos kommen, beziehungsweise keine mit Stimme. Vielleicht raffe ich mich zusammen und mache dann irgendwas ohne Stimme. Bin ich mir noch nicht so sicher. Ich werde mal schauen, wie es mir da geht. Obwohl ich es in dem Championat ziemlich gut verkackt habe, bin ich gerade auf Platz 8. Also, ja. Ich war schon mal besser, muss ich zugeben. Aber es rettet mich so ein bisschen raus. Es gewinnen auch immer fast die gleichen, oder? So, komme ich darüber? Ja, okay. Und ich werde nicht mehr in das Ziel mehr reinspringen, weil das ganz schön Zeit kostet. Beim letzten Mal, als ich das Nyhökwisch-Championat gemacht habe, habe ich mir damit den ersten Platz versammelt. War ein bisschen ärgerlich, aber egal. Dankeschön, Glückwunsch auch an euch. Auf dem ersten Platz ist die Victoria Almondberg. Herzlichen Glückwunsch. Dann kommt die Genevieve Erfolgborn. Herzlichen Glückwunsch. Und auf dem dritten Platz ist die Petra Sweetnose. Herzlichen Glückwunsch auch an dich. Dann kommt die Naomi Eastwild. Dann die Leni Steve. Oh, Leni ist hier. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Oha, okay. Dann kommt die Cassandra Flowerhope. Paula Mountain Fire. Corinne Diamond Fire. Dann komme ich. Mariana Zebra Paar, Arisha Nightfire, Monique Smooth Thunder, Alina Firelock, Ruby Dreamfoot, Abigail Skyday, Siri Blueberry Home, Karin Wainwood, Willow Sandstrong, Annie Catpot und Moa Kittendotter. Ich habe jetzt, ich habe 25 Jahrwegschillinge bekommen. Aha, die Maggie kommt doch noch ins Video, die hat sich das eben so gewünscht. Ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich hätte besser reiten können und dann hätte ich euch auch ein bisschen besser zeigen können. Ja, so gut ist dieses Pferd eigentlich. Ich glaube schon, dass ich schon mal etwas mit dem gewonnen habe. Ich bin mir nur nicht mehr ganz sicher.
Es kann einfach sein, dass ich momentan alle Championate so ein bisschen verkacke. Aber vielleicht probiere ich es hier nochmal und klappt es eventuell besser. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!